So, ihr Lieben, ich habe mal versucht, so ein bisschen das Roaster durch den neuen Trailer, was jetzt heute rausgekommen ist, mal so ein bisschen zu bearbeiten, wie das jetzt nun am Ende vielleicht aussehen könnte, wenn das jetzt nicht, natürlich nicht vergrößert wird. Es kann natürlich sein, dass das jetzt im Endeffekt vielleicht doch noch größer gemacht wird. Da müssen wir jetzt aber wirklich mal abwarten, ob sich da jetzt noch was ändert oder sonstiges. Also wie gesagt, neben Jeez würde ich halt denken und Bart, da wäre Guido Riku mit Ginyu am sinnvollsten, weil die fehlen halt noch. Ist doch klar, dass sie eigentlich noch kommen. Unter Videl würde ich halt Great Saiyaman 2 denken. Ja, Shaozu haben wir ja bestätigt. Ansonsten hätte ich jetzt noch eingetragen: Super Saiyan 4, Goku, Vegeta und Gogeta. So als einzige GT-Charaktere, weil ich denke halt, GT wird später nochmal als DLC kommen, so wie Super 17, Baby oder sowas. Außer sie machen, wie gesagt, das Roster voll. Oder sie machen halt noch ein größeres Roster, meine ich. Entschuldigung, ja. Ja, warum ich Piccolo 2 hier hingeschrieben habe, damit meine ich halt, dass ich denke, es wird noch ein anderer Piccolo kommen. Damit meine ich, das hier sieht aus wie der Dragon Ball Anfang Piccolo. Und wir bräuchten rein theoretisch noch ein Piccolo Ende. Also Ende von Z. In Dragon Ball Super Piccolo bekommen wir ja auch noch, aber durch DLC von Super Hero. Naja, Teen Gohan haben wir bis jetzt immer noch in den Roster. Da habe ich dann immer noch Super Saiyan und Super Saiyan 2 eingetragen. Wir haben ja jetzt als neuen Charakter bestätigt, heute ist Popovich. Dazu kommen wir natürlich gleich auch nochmal näher zu den Margin-Charakteren. Hier habe ich halt Pflanzenmann und Cell Junior jetzt eingetragen. Freezer wurde jetzt auch neu, meine ich, hinzugefügt, der Golden Freezer. Genau. Wie gesagt, hier haben wir auch Dabura als neuen spielbaren Charakter. Da würde ich dann halt jetzt Barbidi hätte ich das eingefügt, weil Barbidi war in Tenkaichi 3. Und ich fand Barbidi da ganz cool, weil Barbidi hatte wirklich coole Attacken. Also als Popovich, er hat halt Pui Pui gehabt, Yakon und doch. Also wie gesagt, wenn Popovich drin ist, würde ich halt auch gerne Barbidi haben. Genau, dann habe ich hier unten drunter nochmal, weil wie gesagt, bis jetzt doch immer noch kein Buu-Charakter. Warum? Dann haben wir super, also hier Majin Buu, den bösen Buu, Super Buu, Buu-Tanks, Buu-Han. Ich denke halt nicht, dass wir Buu-Kolo bekommen, also Piccolo, Buu, der Super Piccolo absorbiert hat, denke ich halt nicht. Genau. Kid Buu habe ich jetzt hier auch nochmal eingetragen. Genau, dann habe ich noch Botamo und Margetta eingetragen. Das sind ja die Universum 6 Charaktere. Das ist ja dieser Winnie-Pooh-Charakter, kann man so sagen. Margetta ist dieser Roboter. Unter Toppo, definitiv Hakaishin Toppo. Jetzt kommt zu Charakteren, wo ich denke, ja gut, das muss vielleicht nicht sein, kann aber sein. Ma Junior, Tao Pai Pai, Demon King Piccolo, Teen Goku. Da müssen wir jetzt aber mal abwarten. Hier habe ich mir, wie gesagt, vorgestellt, dass es vielleicht Kid Goku ist mit Arale. Vielleicht sollen wir hier jetzt Super 17 haben, aus Dragon Ball Super, vielleicht ein DB Super C18 bekommen. Eine Chi Chi wäre natürlich auch möglich, so als Dragon Ball Classic Charakter. Der Super Saiyan Blue Evolution Vegeta fehlt halt auch noch in der Liste und da wir Ultra Instinct Goku in der Liste haben und naja, müssen wir halt abwarten. So, Champa, Vados habe ich auch mal eingetragen. Kaba würde ich jetzt mal nur mit Super Saiyajin eintragen, obwohl der natürlich auch Super Saiyajin 2 hat. Aber Caulipla ist hier halt auch nur mit einem Super Saiyajin eingetragen. Daher denke ich einfach mal, dass wir auch hier nur einen Super Saiyajin Kaba bekommen könnten. Bei Frost das gleiche. Wie gesagt, bei Frost reicht eigentlich Baseform und die Final Form. Alles andere ist, glaube ich, rein theoretisch würde auch nur die feine Form reichen. Aber was die am Ende machen, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, Champa Vados. Dann habe ich jetzt hier noch eingetragen. Broly, weil wir haben hier DBS Broly. Hier hätte ich dann noch DBZ Broly eingetragen als Baseform Super Saiyan und legendäre Super Saiyan. Neben Bergamo hätte ich halt Lavender und Basel gerne, weil das sind geile Charaktere, diese Wölfe. Und Basel, der Kicker, also ich denke mal, der hat ja auch eine ganz interessante Spielweise oder ein Lavender, der die Gegner vergiften würde. Ich glaube, das wäre schon geil und interessant, wenn die Charaktere dann wirklich kommen könnten halt, ne? Müssen wir halt mal abwarten, ob die jetzt wirklich kommen. Weil ich würde es halt kacke finden, wenn die beiden nicht kommen würden, aber wir haben hier halt wie Ribirian, Rosi, Kakunza und diese Charaktere, naja. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch
habe ich hier noch eingetragen, diesen dicken Janember, dann den normalen Janember. C19, C20 haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Cell in der Baseform, Frosch Cell, Perfect Cell, weil das ist ja super Perfect Cell. C16 haben wir noch nicht, C17 aus Dragon Ball Z haben wir noch nicht. Neben Bardock habe ich jetzt mal Super Saiyan Bardock einfach mal eingetragen, könnte kommen. Hier haben wir natürlich noch Trunks Base, würde halt noch fehlen. Also ich glaube nicht, dass wir nur den Trunks in Super Saiyan bekommen würden. Das wäre möglich, aber unlogisch. Naja, auf jeden Fall bei Gohan bin ich mir nicht sicher, ob das der Super Saiyan 2 ist. Auf jeden Fall, falls nicht. Ich glaube halt nicht, dass Gohan Super Saiyan 1 nur hat als Verwandlung. Das glaube ich halt nicht. Naja, auf jeden Fall Super Saiyan 2 habe ich da noch eingetragen. Great Saiyan Man, den wir ja schon gesehen haben. Und Ultimate Gohan, definitiv. Ja, wie gesagt, dann habe ich hier noch Tapio und Hildegarn. Ja, Freezer, die ganzen Formen. Freezer Base, zweite, dritte, Final Form. Und die Full-Power-Form, ich habe jetzt nicht mal Mecha-Freezer eingetragen. Passt einfach bisher nicht, ne? Wie gesagt, das hier ist ja auch Freezer in der Final-Form, aber das ist der Dragon Ball Super-Freezer. Wie gesagt, da könnt ihr auf der offiziellen Webseite nachgucken zu diesem Spiel. Das ist Dragon Ball Super-Freezer. Das ist nicht Dragon Ball Z-Freezer. Das heißt, ein Dragon Ball Z-Freezer fehlt halt noch in dem Sinne. Naja, und das wäre jetzt erstmal so das komplette Roster. Wie gesagt, Pflanzenmann, Cell Junior, Frost, Kid Buu, Champa, Vados, Botam und Vegeta, Teen Goku, also Dragon Ball Classic Charaktere halt, Lavender, DBZ Broly und so weiter und so fort. Wie gesagt, im Endeffekt, das Roster ist groß, klar, aber es ist halt in dem Sinne immer noch... Ja, also immer noch zu eng für die ganzen Charaktere. Also wie gesagt, es kann natürlich immer noch möglich sein, das könnt ihr immer noch im Hinterkopf behalten, dass eventuell dieses Spiel ein größeres Roster bekommt. Das hat der Entwickler ja auch schon angekündigt, rein theoretisch. Er sagte ja in einem Interview, dass dieses Roster ja eigentlich sogar zu klein ist für das, was er am Ende vorhat, so nach dem Motto. FY hat damit gemeint, ja gut, ich werde dieses Game melken wie Xenoverse 2 rein theoretisch. Das hoffe ich aber nicht. Ja, oder sie machen halt wirklich noch ein extra Roster. Das kann natürlich sein, dass dieses Roster wirklich nur für Dragon Ball Z sowie Dragon Ball Super Canon Bereich ist. Und dass sie noch so drei kleine extra Roster machen. Mit Dragon Ball Z Film Charaktere. Mit Dragon Ball Classic Charaktere und Dragon Ball GT Charaktere. Das könnte natürlich, wie gesagt, alles noch sein. Ob das dann im Endeffekt passieren wird, das kann ich nicht sagen. Ich wünsche es mir halt, weil im Endeffekt fehlen hier noch ein paar Charaktere. Also ich würde mir definitiv mehr GT Charaktere wünschen als nur Super Saiyan 4 Goku, Vegeta und Gogeta. Wie gesagt, Kid GT Goku. Baby, Omega, Shenlong und so weiter und so fort. Wie gesagt, die fehlen halt, würden mir halt fehlen. Naja, auf jeden Fall schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, welche Charaktere noch kommen könnten, welche ich hier vielleicht noch vergessen habe, was ihr euch noch wünschen würdet. Ich würde mich freuen. Bis dahin, haut da rein und ciao!